Was war denn da gerade los? Die kriegt keine Luft, Mina. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin schon Notarzt. Mina, gar nicht. Und so schnell wie Michael. Michael, wir haben einen Notfall vorne, eine allergische Reaktion, dass du einmal kurz kommst, bitte. Ja, klar, ich komme. Ich weiß nicht, was sie gegessen oder getrunken hat. Ich habe überhaupt keinen. Ich bin total jetzt gerade überfordert. Der Arzt wird das sofort. Michael, hallo. Mina bekommt keine Luft. Sie bekommen keine Luft? Sie kriegt Luft, aber sie kann überhaupt nicht. Der Mund ist alles angeschwollen. Okay, ich weiß nicht, aber atmen geht sicher. Okay, gut, dann kommen Sie einmal mit rein. Das muss es so schön. Gabi, kannst du bitte mitkommen? Bereite Antihistaminikum als Saft vor, Cortison IV als Infusion und Blutabnahme bitte. Ich war natürlich erleichtert, als ich gehört habe, dass sie mit dem Atmen keine Probleme hat. Die Zunge war allerdings so stark angeschwollen und da kann man nicht ausschließen, dass die Atemprobleme nicht noch folgen können. Sprechen fällt schwer. Super. Ja, 5 Minuten. Das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Sie können Aber Sie können auch gut schlucken. Schlecht. Glauben Sie, Sie kriegen es hin, hier dieses kleine Becherchen zu schlucken? Das ist ein Saft, ne, der eben gegen diese Schwellung hilft, ja? Das wäre super. Im Fall einer allergischen Reaktion im Mundbereich und was die Atemwege betrifft, hat sich bewährt, zuerst mal ein Antihistaminikum, also ein antiallergisches Mittel zu geben, als Saft. Da kann mit dem Schlucken meistens nichts schiefgehen. Und erst wenn das nicht hilft, auf Cortison zurückzugreifen. Und im schlimmsten Fall gibt es immer noch Adrenalin. Meine Kollegin wird jetzt einmal Blut abnehmen, ja, und einen Zugang in den Arm legen, einfach um sicher zu gehen für den Fall. Ihnen war ja auch gerade eben schwindelig vorne, habe ich das richtig gesehen? Ganz blass. Gut, einfach nur für den Fall, dass irgendwie noch was ist. So, können Sie mir einmal ein bisschen erzählen, was genau passiert ist? Mina war bei Timo zum Nachhilfeunterricht. Und sie ist nach Hause gekommen und ihr ging es nicht so gut. Und auf dem Weg hier jetzt in die Praxis, Gott sei Dank wohnen wir direkt hier um die Ecke, wurde das immer schlimmer. Irgendwelche Allergien oder wissen Sie von irgendwelchen Allergien? Sie reagiert sehr auf Nüsse. Können Sie einen Arm frei machen? Sehr auf Nüsse. Also das ist eine Nussallergie auf jeden Fall. Alles andere bis jetzt ist unbekannt. Okay, eine Nussallergie. Und Sie sind sich sicher, dass Sie keine Nüsse gegessen haben? Weil ich meine, das sieht ja ganz typisch nach einer Nussallergie aus. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Da Frau Lempertz ihre Nussallergie schon seit Jahren kennt, glaube ich nicht, dass sie da einen Fehler gemacht hat und irgendwie unwissentlich Nüsse gegessen hat. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass sie sich doch strikt an ihre Diät gehalten hat und vielleicht eine Kreuzallergie oder irgendeine andere Allergie vorliegt. Und die behandeln wir jetzt erstmal. Als der Mediziner bemerkt, dass aus dem Rucksack seiner 16-jährigen Patientin eine bräunliche Flüssigkeit ausläuft, macht Minas Mutter Amira eine ungesunde Entdeckung, die ihr ganz und gar nicht schmeckt. Was ist denn das hier? Nicola. Ja, okay. Wann hast du die Cola geholt? Aber du weißt doch, dass du sowas nicht trinken sollst. Sind Sie doch allergisch gegen irgendwas, das Sie mir nicht erzählt haben? Nein, wir passen nur akribisch wirklich auf, jetzt hier auf die Ernährung und auf alles, und was sie trinkt und isst eben, ja. Deswegen, aber Cola, das ist mir überhaupt nicht bekannt, dass du sowas trinkst, Madame. Seit meine Mutter vor 4 Jahren gestorben ist, am Übergewicht, an den Nachfolgen, passe ich natürlich unheimlich auf. Was wir trinken, was wir essen, also das ist wirklich das Gegenteil von dem, was mir zugeführt wurde früher, ja. Ich meine, ein bisschen Cola ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Sonst trinken Sie das auch? Nein, gar nicht. Nee. Ja, und wieso ist es im Rucksack? Was hast du mir jetzt noch zu verheimlichen? Nein, ich dachte immer, du hattest Wasser an meinem Hals. Die ist schön kalt. Okay, und an der Cola kann das nicht liegen. Haben Sie sich erst geholt, nachdem? Erst danach. Ich dachte, damit das besser, weil die ein bisschen kalt ist. Okay, und es hat nicht geholfen? Nein, ich habe noch schlimmer. Ist noch schlimmer geworden? Okay, wenn Sie sonst, also es kann mal sein, ne, dass wenn jemand so diese Zuckersachen gar nicht trinkt, ne, was Sie offensichtlich sonst gar nicht tun, dass man dann eben ja wie eine allergische Reaktion eben auf den Zucker und so weiter hat. Ich weiß ja nicht, was bei Timo da passiert, was sie ja essen. Der Arzt, das können natürlich auch eine Zuckerallergie sein. Vielleicht haut sich statt Übermengen an Zucker rein, ja, was ja gar nicht gut ist. Gell? Sieht man ja auch an der Cola, dieser Griff. Wir müssen jetzt trotzdem erstmal gucken und abwarten. Ne? Und das werden wir dann auch in einem erneuten Allergietest und so weiter alles sehen.
Ich habe Frau Lempertz noch ein Ernährungstagebuch mitgegeben, weil ich ausschließen wollte, dass vielleicht unwissentlich irgendwo doch ein Diätfehler passiert ist und sie irgendwie Nüsse zu sich genommen hat. Allgemeinmediziner Michael Jörg von Lüde wird seine junge Patientin mit Mutter schneller wiedersehen, als ihm lieb ist. Bereits einen Tag später benötigt die 16-jährige Mina erneut seine ärztliche Hilfe. Ja. Die Lempertz ist noch mal da, ist wieder schlimmer geworden mit dem Mund. Oh, okay. Nehmen Sie einmal hier vorne Platz. Ja. Ich bin schon total am Verzweifeln. Ich weiß ja, dass es jetzt nicht hier ins Krankenhaus geht, aber es ist noch schlimmer als beim letzten Mal, finde ich jetzt. Was? Ist es immer noch dieselbe Schwellung vom letzten Mal? Nee, die ist neu. Die ist neu. Die ist neu? Es war ja, es war besser und jetzt ist es aber schlimmer geworden. Heute war Frau Lempertz wieder bei mir in der Praxis, wieder mit den gleichen Symptomen, dieser Schwellung im Mundbereich. Aber diesmal kam interessanterweise noch Fieber mit dazu und Kopfschmerzen. Das Ganze lässt mich schon irgendwie an eine ganz andere Infektion irgendwie denken. Ich habe sogar wirklich hier, gut, dass du das gesagt hast, Schatz, Ernährungstagebuch. Die hat jetzt vor ca. 3 Stunden das letzte Mal gegessen gehabt. Echt nichts dabei. Und das ist jetzt seit heute Morgen wieder so oder seit wann? Seit eben erst? Okay, nehmen Sie noch einmal Platz drüben auf der Liege. Ich gucke direkt einmal drauf. Ja, Sie waren auch beim Nachhilfelehrer. Natürlich mache ich mir jetzt als Mutter auch Gedanken. Was passiert da? Was ist zwischen den beiden da los, ja? Ich male mir natürlich jetzt auch ein Bild aus, ja, aber Vertrauen muss ja auch da sein. Ich guck noch einmal in den Mund wieder rein, um auszuschließen, dass da was los ist. Bei der körperlichen Untersuchung ist mir erstmal nichts aufgefallen. Das waren die gleichen Symptome wie beim letzten Mal. Die geschwollene Zunge, aber zum Glück waren die Atemwege an sich noch frei. Beim Abhören an der Lunge konnte ich auch nichts feststellen. Deswegen habe ich dann erstmal die Blutergebnisse abgewartet. Ja, dann bringen Sie mir doch einmal direkt rein, ja? Dann kann ich einmal drauf gucken. Jo, danke, tschüss. Gut, wir haben Glück, ne? Die Blutergebnisse sind da. Wir warten jetzt kurz, die netten Damen bringen Sie kurz rein und werfe ich mal einen Blick darauf. Und dann wissen wir immerhin schon mal besser Bescheid. Ne? Ich hoffe nicht, dass das ja, jetzt so schlimm wird werden hier. Prima. Ich danke dir. Gott sei Dank. Und da ist mir dann auch was aufgefallen, was den ganzen Fall tatsächlich spannender machen sollte. Frau Lempertz darf mir einmal ihre Hände angucken, wo sie das Kühlpack so fleißig halten. Mir ist aufgefallen, dass Frau Lempertz sich an den Händen die ganze Zeit gekratzt hat, dass die auch gerötet waren, als wäre da irgendwie ein Ausschlag zugange. Und das mit den Blutparametern zusammen bringt mich auf die ganz bestimmte Richtung. Ich habe doch irgendwie hier so ein komisches Gefühl. Auf der Brust? So ein Schwächen von was? So ein Drücken oder? So ein Kratzen ein bisschen. So ein Kratzen, ein Brennen. Wie auf den Händen irgendwie. Wie auf den Händen? Darf ich einmal so ganz vorsichtig drauf gucken. Frau Lempertz, hier haben Sie richtig rote Flecken auch drauf. Frau Lempertz, was haben Sie denn getrunken, bevor das so schlimm geworden ist? Ein ganz normales Wasser, aber ein bisschen mit Eiswürfeln drin. Ja, das ist nicht so lecker. Okay, das ist jetzt eine seltenere Sache. Aber zum Glück nicht sonderlich schlimm. Ich vermute, dass das sogenannte Kälteurtikarier sind. Patienten, die unter einer Kälteurtikarier leiden, reagieren mit den ganz klassischen Symptomen, mit denen Leute auch auf Katzenhaare oder auf Pollen reagieren, nur eben auf Kälte. Die kriegen dann Pusteln, das juckt ganz fürchterlich, wird heiß und rot und ist einfach wirklich unangenehm. Deswegen sind deine Hände jetzt auch gerade hier so feuerrot und so gewärmt, weil dein Körper mit einer allergischen Reaktion drauf reagiert. Hier vielleicht vom Stethoskop, ne? Das ist leider wirklich nicht so warm. Ne? Das kann schon mal passieren. Jetzt auch mit dem eiskalten Wasser, das kann diese allergische Reaktion alles auslösen. Ne? Und dann ist natürlich leider jetzt das Kühlen genau das Falsche gewesen in dem Fall. Wie sich dann herausgestellt hat, kam der erste allergische Schock sozusagen von einem Eis, das sie gegessen hat. Das war tatsächlich auch in Anführungsstrichen gesundes Eis, ohne Farbstoffe, ohne alles. Aber das macht keinen Unterschied. Es ist zu kalt für ihren Körper und der reagiert mit einer allergischen Reaktion. Sind wir beruhigt, dass es nur das ist, ne? Und nichts Ernsteres. Deswegen einfach jetzt aufpassen, dann wird das schon besser. Okay? Ja, muss. Gut, Frau Lempertz. Die beste Therapie für Frau Lempertz ist jetzt, einfach kalte Temperaturen grundsätzlich zu vermeiden.
angefangen von Eiscreme bis dazu an kalte Orte zu reisen. Das kann alles gefährlich werden und das kann sie ihrem Körper momentan nicht antun. Seit Mina auf kalte Lebensmittel verzichtet, ist sie symptomfrei. Darüber hinaus hat ihre Mutter eingesehen, dass die 16-Jährige mehr Freiraum braucht und gegen ein wenig Fastfood nichts einzuwenden ist. Die nächste Patientin der Gemeinschaftspraxis steht unter großem Druck. Denn Zirkusartistin Vivian Anjuli möchte um jeden Preis wieder in die Manege. Gegen den Willen ihres Vaters Joel und obwohl ihr Körper streikt. Madame, Verzeihung, ja. Dauert das noch lange? Weil ich muss wieder zum Zirkus. Und meine Tochter, die... Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Wirklich? Es ist gleich soweit. Ja. 100%. Einen Augenblick noch, ja. Alles klar, ich verlasse mich auf Sie. Ja, klar. Hey, was machst du? Setz dich wieder hin. Ja, ich muss trainieren. Ich muss heute Abend definitiv dabei sein, ob du willst oder nicht. Mein Vater und ich sind heute in die Gemeinschaftspraxis gekommen, weil ich heute bei der Generalprobe Schwindelanfälle hatte und ich bin zusammengeklappt und dann hat er sich echt große Sorgen gemacht. Schönen guten Tag. Nehmen Sie Platz. Hallo. Das ist ja schick hier. Ja, ne, ich bin Zirkusdirektor, meine Tochter. Ja, sie sollte normalerweise heute auftreten, aber sie quält sich. Er übertreibt total. Ich fühle mich ein bisschen abgeschlagen und schlapp, aber weiter ist nichts. Keine Schmerzen? Ja, ich habe ab und zu mal Halsschmerzen und Gliederschmerzen, aber es ist wirklich nicht dramatisch. Und wie ich das so kenne, Zirkus, alles unter Zeitdruck, ne? Ich muss wieder in zwei Stunden, zweieinhalb, muss ich spätestens wieder dort sein. Und die junge Frau ist da die Hauptakteurin. Eine Attraktion. Ja, selbstverständlich. Genau. Und ich werde heute Abend auch auftreten. Verstehen kann ich das. Ja. Ich bin Trapezkünstlerin und das ist Familientradition. Ich muss das halt unbedingt machen. Fangen wir erstmal wegen der Halsschmerzen den Mund an. Bitte einmal den Hupsel. Bei der ersten orientierenden Untersuchung hatte ich noch nicht das Vollbild aller ihrer Beschwerden erfasst. Und ich ging da nach der Untersuchung eher von einem banalen Infekt aus. Ja. Was groß aufregend ist, habe ich nicht entdeckt. Ja. Ich halte es jetzt für einen Infekt. Sicher bin ich natürlich nicht. Ich sage als Arzt immer ganz gerne, man muss einer Krankheit auch mal eine Chance lassen. Ne? Nach gleich sofort alles zu erkennen, ist auch manchmal nicht möglich. Ne? Normalerweise heißt das Schonung. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht. Heute auf jeden Fall nicht. Auf Nein. jeden Fall muss ich dabei sein. Wir haben schon einen Ersatz. Ja, Lisa. Von deinem. Ach. Ja, die macht das. Ich weiß. Bin auf jeden Fall. Bleib ganz. Als die Patientin nach meiner Untersuchung relativ zügig aufgestanden ist, war sie auf einmal sehr, sehr schwindelig. Sie musste sich richtig festhalten. Es drohte, dass sie zusammensackte. Ja, also mir ist es tatsächlich auch schon öfter passiert, dass mir so taumelig wird. Vor allem. Was? Das ist ja öfters. So was verschweigst du mir. Weißt du, wie gefährlich das ist? Du bist 25 Meter fast oben. Entschuldige bitte. Aber ich. Du kannst sowas bei dir nicht verschweigen. Das ist doch wichtig. Ich muss das doch machen. Das ist kein Spiel. Lach, Mausi. Das ist eine ernsthafte Sache. Mein Vater übertreibt halt manchmal. Es sind 60 Meter, keine 25. Und ich schaff das schon irgendwie. Also, er macht sich zwar Sorgen und ich kann das auch verstehen, aber ich pack das. Am Trapez muss ich aber schon dann besonders da. Achtsam sein. Ich liebe das, ich muss das machen. Und diese Beschwerden sind nicht in Abhängigkeit von diesem Infekt? Ja, also ich habe ab und zu schon öfter mal diese Gliederschmerzen. Unabhängig von so einer Infektion? So ja, also immer, das kommt immer nach dem Trainieren. Mhm. Dann schwellen meine Gelenke so ein bisschen an, die Muskeln, das Hirn. Diesmal war es schon eine ganz besondere Situation. Eigentlich ein häufiges Beschwerdebild, Schwindel. Aber in dieser besonderen Konstellation als Trapezkünstlerin hatte das schon die ganz, ganz große Aufmerksamkeit von der ärztlichen Seite gefordert. Meine Großmutter hat das gehabt. Meine Großmutter und meine Frau auch ein bisschen. Die deswegen haben sie Großmutter, auch, dass sie so kollabierte, ja? Ja, ja, die konnten das nicht mal machen, weil das ist ohne Trapez, die können das nicht mal machen. Und wenn das nicht geht, biegen und brechen geht das nicht. Also wir reden jetzt hier, das ist eine sehr gute Künstlerin, aber nicht mit Gewalt. Doch Joels Tochter Vivian überschreitet bewusst immer wieder ihre körperlichen Grenzen. Schon seit Monaten nimmt die 30-jährige Trapezkünstlerin regelmäßig Gliederschmerzen und Schwindel in Kauf. Fragt sich nur, warum. Sie sieht ja doch mehr nach einer Kreislaufproblematik
aus und ich muss da so ein bisschen was intensivieren. Sie ich will ein ganz Mittel. Vielleicht heute haben Sie Mittel. Ja, Sie können mir doch irgendwas geben, dass ich heute Abend einfach auftreten kann. Und danach kann ich auch meinetwegen ins Bett gehen. Aber heute Abend, das ist super wichtig. Das geht auf jeden Fall nicht, dass mein Vater mich austauschen will. Ich muss das heute auf jeden Fall machen. Ich bin zwar schon 30, aber ich schaffe das noch. Das Ganze spricht ja sehr für so eine Kreislauffehlregulation. Und da gibt es einen ganz bestimmten Test, sogenannten Schellung-Test. Sie liegen dafür schon sehr schön, das ist dafür die Vorbereitung. Ich muss jetzt in mehreren Variationen Blutdruck messen. Es läuft so, dass Sie noch ein bisschen liegen. Ich messe noch mal ein, zwei Mal den Blutdruck. Und danach müssen Sie einmal, wie eben, sehr plötzlich aufstehen. Der Schellung-Test ist eigentlich eine relativ einfache Untersuchung ohne großen Aufwand. Und man kann eigentlich mit der Untersuchung doch einigermaßen gut differenzieren zwischen einer, sagen wir mal, harmlosen Kreislaufreaktion und einem ernsteren kardialen Krankheitsbild. Können Sie sich ein bisschen abstützen? Ja. Ich würde ganz gerne noch mal eben messen, weil wir dann den Test auch durch haben. Der Schellung-Test war wirklich hochpositiv. Das heißt, dass die junge Dame in Ruhe eine normale Pulsfrequenz hatte, einen relativ normalen Blutdruck und nach dem Aufstehen eine deutliche Erhöhung der Pulsfrequenz. Das heißt, es musste an irgendeine andere kardiale Ursache gedacht werden. Ich bin mit meiner Erklärung jetzt auch ein wenig zu Ende. Ich kann nur sozusagen die Rohdaten liefern. Jetzt müsste eine kardiologische Untersuchung kommen. Ja, wir sind heute noch zwei Tage noch hier und dann ziehen wir weiter. Ja, wir können dann auch in der nächsten Stadt halt den Kardiologen aufsuchen. Müssen wir das jetzt sofort machen? Ist das ich würde sehr empfehlen, sofort. Weil die auf keinen Fall so auf Trapez oder sonstige. Die kommt auf keinen Fall. Aus. Schluss. Nein, keine Diskussion, das geht. Dann müssen wir in der nächsten Stadt das machen, weil ich muss auch gleich wieder los. Ja, und ich nehme sie dann mit. Zirkusleute zu behandeln ist eine besondere Situation, weil immer der Zeitdruck dabei ist. Sie sind ja immer nur begrenzte Tage vor Ort und dann geht es wieder los. Die haben sowieso immer wenig Zeit und deshalb ist es ausgesprochen schwierig, die erforderlichen Untersuchungen richtig einzuplanen. Oh, Gülcan. Mein Segen, dass du kommst. Ich habe gerade eine Patientin, Zirkusleute, null Zeit. Nix. Wir gucken gar nicht. Doch, wir schauen. Verwechsel nicht die Wassermelone und die Kartoffeln. Nix, du bleibst. Wir du bleibst werden in das Bett. Schon sehen. Das interessiert mich nicht. Das ist zu gefährlich, finde ich. Das ist kein Spiel und nach, habe ich schon tausendmal schon gesagt. Vielleicht geht es mir auch gleich besser. Kindchen, so läuft das nicht. Nein, komm jetzt. Also ich könnte mir die Zeit nehmen. Wo ist denn die Kartoffel? Ich hole die wieder ein. Mir war schon klar, dass Ihre Bereitwilligkeit zu einer kardiologischen Untersuchung vielleicht in der nächsten oder übernächsten Stadt, dass die vielleicht sogar ein bisschen gespielt ist. Und insofern war ich froh, dass ich ganz schnell bei Gülcan einen Termin kriegen konnte. Und ich bin sehr schnell hinter ihr hinterhergelaufen oder hinter den beiden, um den noch abzufangen. Ich komme. Nein, dann. Bist du sicher? Ja. Kannst du das alleine machen? Ich schaff das nicht mal lieber. Nimm dir ein Taxi und dann kommst du dann zu der Manege. Ich gehe dann, ich muss wieder los, Herr Doktor. Kann ich verstehen? Passen Sie mal alleine auf, bitte. Mach ich auf jeden Fall. Wer würde auf diese hübsche Dame nicht aufpassen? Das sagen Sie mir. Wenn einer drauf kommt, hauen Sie drauf, okay? Ja. Einmal zu. Ja, ich mach das. Ja? Geh mal. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Mausi, bis dann. Bis sehen uns. Danke, Herr Doktor. Ja, du, ciao, ciao. Tschüsschen. Bernhard fragte mich, ob ich gerade Zeit hätte für eine kardiologische Untersuchung. Da ein Patient am Morgen seinen Termin abgesagt hatte, konnte ich mir Zeit für Frau Anjoli nehmen. Mein Kollege hat mir schon einiges erzählt. Sie haben Schwindel. Wenn ich lange gelegen oder gesessen habe und ich dann spontan aufstehe. Also wenn Sie sich aufrichten. Ja, genau. Okay. Dann legen Sie sich bitte einmal auf die Trage. Dr. Gülcan Nadin möchte die Herzfrequenz der 30-jährigen Patientin überprüfen. Und schon bald wird ein medizinischer Verdacht laut, der das Leben von Trapezkünstlerin Vivian für immer verändert. Okay, das war's schon. Gut. Im EKG sehe ich einen altersentsprechend völlig unauffälligen Befund. Okay, super. Ist schon mal sehr erfreulich. So, dann dürfen Sie sich einmal aufsetzen, dann mache ich Ihnen das hier einmal so. Mein EKG hat ja keinen Befund, es war ja alles in Ordnung. Aber dann kam der Doktor rein. Okay, dann. Danke. Ja? Hi, Bernhard. Gülcan, die Übergabe war ja ein bisschen hektisch und mir ist noch so ein bisschen was eingefallen, mir noch Gedanken gemacht. Mir ist bei der Untersuchung aufgefallen, dass die Patientin schon
ihre Gelenke ein bisschen bewegte und überstreckte und auch die Hautfalten länger stehen blieben. Das ist, wird ja häufig übersehen in der Zeit, dass es doch eine Variante vom Ehlers-Danlos-Syndrom ist. Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine genetische Variante, häufig übersehene Bindegewebsschwäche im Bereich der Gelenke und der Haut. Ne? Gibt es denn noch andere Familienmitglieder, die diese Symptome haben, diese Überdehnbarkeit? Also ja, meine Oma und meine Mutter können das auch, aber ich dachte, das ist halt normal und ich fand das auch immer ganz, ja, ganz cool. Das ist so eine genetische Variante einer Krankheit des Bindegewebes, dass Gelenke überstreckt werden können. Das ist natürlich für manche akrobatischen Sachen von Vorteil. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite erklärt es die Gelenkschmerzen. Und es erklärt auch, naja, es ist einfach auch das Problem, dass man da gefährdet ist auf dem Trapez. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Weil man hat nicht die Kraft, man kann mehr dann mal daneben greifen. Also das ist das als Berufsentwicklung, da habe ich große, große Zahnschmerzen. Okay, und was bedeutet das jetzt? Das müssen Sie neu ordnen, das Berufsleben, ganz klar. Oh, nee. Es tat mir unheimlich leid. Ich habe gemerkt, sie hängt an dem Zirkusleben. Ich musste ihr aber trotzdem sagen, der Trapezjob, der ist für sie nicht mehr möglich, ohne dass sie sich nicht in eine ganz, ganz besondere Gefahr begibt. Aber es gibt unterstützende Behandlung, ja. Ne, wie ja. Krankengymnastik, Physiotherapie. Genau, es gibt eine Elektrotherapie, die all diese Sachen einigermaßen verbessern, genau. die Prognose langfristig auch für sie erträglich erscheinen lässt, aber nicht mit dieser Berufskonstellation. Und wegen dem erhöhten Puls müssen Sie immer auf eine ausreichende Trinkmenge achten und auch Kompressionsstrümpfe anziehen. Ist zwar nicht ästhetisch, aber durch diese äußere Kompression soll bewirkt werden, dass das Blut nicht in die untere Körperhälfte sackt. Okay. Und regelmäßige kardiologische Kontrollen. Das auf jeden Fall. Auch wichtig. Für mich bricht gerade echt eine Welt zusammen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Aber ja, irgendwie wird sich schon eine Lösung finden. Wir sind Zirkusleute und irgendwie geht's schon immer weiter. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Vivian zusätzlich zu ihrer Bindegewebserkrankung an einem Syndrom leidet, das Schwindel verursacht. Dank Physiotherapie kann sie trotzdem ein normales Leben führen. Nur Akrobatik ist für die 30-Jährige tabu. Deswegen wird sie ihren Vater als Zirkusdirektor ablösen.